Olympia oder Nolympia? Heute fällt die Entscheidung über eine Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2022. In München, Garmisch-Partenkirchen sowie den Landkreisen Berchtesgaden und Traunstein sind insgesamt 1,3 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Nur wenn alle vier Abstimmungen positiv sind, will man sich bewerben. Umfragen zufolge ist der Ausgang vollkommen offen und auch die Münchner sind sich uneinig. Ich habe mich dagegen entschieden, weil ich finde, das hat hier bei uns nichts zu suchen. Uns geht es eigentlich super und wir brauchen jetzt keine neuen Impulse oder sonst was aus irgendwelchen steuermittelbezahlten neuen Einrichtungen. Ich habe mich dafür entschieden. Ich finde, wir sollten das machen. Und zwar aus dem folgenden Grund. Wir sollten auf keinen Fall nur diesen Despotenländern das überlassen und wir sollen wieder ein menschliches, kleines Olympia machen. Und deswegen habe ich dafür gestimmt. Ich habe mit Nein gestimmt, weil ich grundsätzlich gegen solche Großveranstaltungen bin und München eh schon eine Boomregion ist, die nicht noch weitere Stimulanz braucht. Ganz klar für Nein. Wir haben in München eine echte Eventstadt, es ist pausenlos was los, es kommen Millionen und Millionen von Touristen und da brauche ich keine Touristen und keine Massenandrang in Olympia. Ich habe mich ganz klar dafür entschieden. Warum? Weil ich sehr gespannt bin und einmal da sein will auch bei den Olympischen Spielen. Ich habe mich dafür entschieden, weil es für die Stadt München ein großer Imageträger ist, dass wir als einzige Stadt, glaube ich, weltweit Sommerspiele haben oder hatten und 22 Winterspiele haben könnten. In den vergangenen Wochen lieferten sich Befürworter und Gegner einen intensiven Wahlkampf. Die Gegner der Bewerbung befürchten Kostenexplosionen, Umweltschäden und Knebelverträge des IOC. Befürworter halten dem ein ansteigendes Wirtschaftswachstum, Verbesserung der Infrastruktur und Imagezugewinne für die Region entgegen. Es wäre eine Riesenchance für ein inklusives Bayern. Es wären erstmals Olympische und Paralympische Spiele auf deutschem Boden. Also eine Riesenchance für uns, auch für die Paralympics. Zum anderen wäre es eine große Chance für die Jugend, für unsere Sportgymnasien. Und es wäre natürlich auch ein wichtiger Schub für die bayerische Wirtschaft. Man muss sich anschauen, man kann Olympische Winterspiele, also die IOC-Spiele, nur bekommen, wenn man bereit ist, Knebelverträge zu unterschreiben, wo einseitig die gesamten Risiken und die Kosten auf den Steuerzahler abgewälzt werden. Auf der anderen Seite muss man bereit sein, massive Eingriffe in der Heimat zu akzeptieren für die Sportanlagen, für ein Event, was 17 Tage dauert. Und da braucht sich auch keiner in der Region in Hoffnung machen, dass deshalb das ein oder andere Verkehrsprojekt kommen wird. Bei einer positiven Abstimmung bliebe München und seinen Partnern Zeit bis zum 14. November, um die Bewerbung offiziell einzureichen. Neben Südbayern bewerben sich Oslo, Peking und möglicherweise Stockholm. Die Entscheidung über den Austragungsort fällt am 31. Juli 2015 in Kuala Lumpur.